Du möchtest die einfachsten Trades mit den größten Potenzialen und mit der größten Gewinnchance, dann ist es absolut essentiell, Trends richtig erkennen zu können und es gehört zum absoluten Einmaleins des Tradings. Deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du in nur 4 einfachen Schritten jeden Trend zuverlässig identifizieren kannst. Viel Spaß! Starten wir mit dem ersten Schritt, dem Timeframe. Was hat eigentlich jetzt der Timeframe erstmal mit dem Trendverständnis zu tun? Im Endeffekt können wir sagen, dass jeder Zeitebene oder jeder Timeframe einen unterschiedlichen Trend haben kann. Und dementsprechend reicht es auch nicht aus zu sagen, ja, die Apple-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend, sondern die Frage wäre, ja, ist die Apple-Aktie vielleicht im Tageschart im Aufwärtstrend, also längerfristig im Aufwärtstrend, oder ist sie vielleicht kurzfristig im Aufwärtstrend? Dementsprechend habt das im Hinterkopf, wenn man kommuniziert, dann wird man auch die Zeitebene mit angeben. Im Endeffekt können wir also dann sagen, dass eine größere Zeitebene eine größere Aussagekraft hat. Also ein Stundenchart, ein Aufwärtstrend im Stundenchart hat eben eine größere Aussagekraft als vielleicht ein kurzfristiger Aufwärtstrend im 5-Minuten-Chart. Grundsätzlich, da nutzen wir eben persönlich auch 3 Zeitebenen. Wir haben eine längerfristige Zeitebene, eine Long-Term-Zeitebene, eine mittelfristige Zeitebene und eben eine kurzfristige Zeitebene. Und da haben wir dann auf der einen Seite den Tageschart, wir haben den 30-Minuten-Chart und wir haben dann eine kurzfristige Zeitebene, beispielsweise den 5-Minuten-Chart. Und wir können ganz klar sagen, wenn wir den Sprung vom Tageschart machen, der ja eine größere Aussagekraft hat als kleinere Zeitebenen, die darunter liegen, dass wir im beispielsweise im mittelfristigen Chart, im 30-Minuten-Chart, einfach tiefer eben in die größere Zeitebene einzoomen. Wir tauchen sozusagen tiefer ein. Das bedeutet, ja, warum machen wir das jetzt vielleicht im 30-Minuten-Chart und wie könnten wir das ausrechnen? Haben wir hier beispielsweise eine Aktie vorliegen, die an der US-Börse handelt, können wir sagen, eine Handelssession, die handelt ja von 9.30 Uhr bis 16 Uhr amerikanischer Uhrzeit und das sind 390 Minuten. Das bedeutet jetzt also, dass eine Tageskerze aus 13 30-Minuten-Kerzen besteht. Also 390 Minuten geteilt durch eben unseren Timeframe, die 30-Minuten-Kerzen, sind also 13 Kerzen. 13 Kerzen sind also ein Handelstag. Und wenn wir jetzt also in einer noch kurzfristigen Zeitebene reinzoomen, dann gehen wir beispielsweise mal in den 5-Minuten-Chart. Und im 5-Minuten-Chart ist es eben so, dass wir eben aus der gleichen Rechnung einen Tag, eine Tageskerze, ja, waren 13 30-Minuten-Kerzen. Wir rechnen jetzt aber 390 durch 5, ja, weil wir das jetzt in 5-Minuten-Kerzen runterbrechen. Und das wird bedeuten, dass ein Handelstag aus 78 5-Minuten-Kerzen bestehen. Entspricht also einer 78-fachen Vergrößerung eines Handelstages. Kommen wir damit zum eigentlichen Trendaufbau. Und der startet immer mit einem Impuls. Du siehst jetzt hier, dass der Chart erstmal ein bisschen hoch geht. Und wir sehen hier, dass wir ein Hoch haben. Und dieser Hochbezugspunkt, den wir hier noch mit einem Pfeil eingezeichnet haben, das ist erstmal für uns zur Betrachtung wichtig. Ja, das ist die Referenz. Denn wenn wir jetzt darüber gehen im nächsten Schritt, können wir sagen, wir sind über das vorherige Bezugslevel gegangen und wir können in diesem Kontext sagen, dass es das vorherige Hoch eben hier ist. Dadurch, dass wir jetzt über dieses vorherige Hoch gegangen sind, können wir eventuell sagen, dass es ein Trend ist. Warum sage ich eventuell? Was passiert jetzt hier, wenn wir uns das mal im Kerzenchart anschauen würden? Ja, wir sehen hier in diesem Beispiel, dass wir nicht über dieser Bezugslinie schließen würden. Wir gehen vielleicht mit dem Docht einer Kerze drüber, wir schließen aber nicht darüber. Und das ist keine Bestätigung des Trends. Das wäre eher ein Double Top, ja, oder könnte sich zumindest zu einem Double Top entwickeln. Wenn wir aber mit der Kerze darüber schließen, dann würden wir sehen, dass wir einen bestätigten Trend haben. Und dadurch, dass wir jetzt eine Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs haben, ist es ein ganz klarer Aufwärtstrend. Die Korrektur, wir gehen einen Schritt weiter. Und wir haben ja gerade gelernt, dass wir jetzt erstmal einen Aufwärtstrend haben und wir sind höher gegangen. Wie weit darf jetzt der Markt oder die Aktie oder was auch immer du dir gerade anschaust, zurückgehen? Die ergibt sich sozusagen aus dem vorherigen Hoch, was wir ja schon eingezeichnet hatten, aber maximal bis zu dem Tief, von dem wir eben gerade ausgekommen sind. Ist es tief?
das ist das vorherige Tief. Und alles in dieser Phase wäre eben die potenzielle Korrektur. Und diese Korrektur kann entweder bis komplett nach unten gehen oder nur ein paar Millimeter zurückgehen. Das ist relativ egal. Wichtig ist nur, was darf sie nicht? Und wir sehen hier wieder den Ausschnitt, was sie nicht darf oder was sie darf. Und in diesem Fall sehen wir wieder gleichzeitig, links der Bezugspunkt wäre das absolute Tief. Ja, von eben diesen Rücksetzer. Wir vergleichen das jetzt mit dem aktuellen Rücksetzer und schauen da wieder den Schlusskurs an. Das heißt, hier in diesem Ausschnitt, an diesem Fall, darf der Docht tiefer sein als der vorherige Docht, aber aktuell darf hier der Schlusskurs, muss sozusagen höher sein als das absolute Tief. Das ist ganz wichtig. Dann ist es weiterhin intakt und dann können wir häufig daraus auch noch neue Hoch sehen und der Trend wird eben fortgeführt und wäre dann wieder über dem letzten Hoch. Was dürfen wir aber nicht? Wenn wir sozusagen darunter gehen oder darunter schließen würden, dann würde dieser Trend brechen. Diese Korrekturzone ist eigentlich jetzt nur ein Hilfstool. Wir haben ja gerade gesehen, wie sieht die Korrektur aus, wo kann sie hingehen. Wir können aber auch diese ganze Phase für uns einzeichnen, um das visuell erstmal ganz am Anfang zu lernen. Wir sehen also jeweils hier diese Impulse. Wir haben höhere Hochs, wir haben höhere Tiefs, wir haben diese Impulse auch farblich nochmal gekennzeichnet für dich. Und diese Korrekturzone wäre jetzt nichts anderes, das jeweils vorherige Hoch zu nutzen, das vorherige Tief zu nutzen und jetzt zu schauen, ja, innerhalb dieser Zone dürfen wir tendenziell zurücksetzen und dann eben den Abgleich zu haben, wie weit dürfen wir gehen. Ja, wir dürfen dann nicht darunter schließen, aber das sind jeweils grundsätzlich gesprochen die potenziellen Korrekturzonen und eben diese Korrekturlinien, die uns eben diesen Bereich geben, wo wir hingehen dürfen. Weiteres Tool sind die Trendlinien. Wir können dann höhere Tiefs beispielsweise noch mit Trendlinien eben abbilden. Für mich persönlich ist das keine klare Regel. Für mich persönlich ist das einfach nur ein Hilfstool zu sehen, wie stark steigen wir vielleicht. Ist es steil? Ist es ja relativ flach? Denn auch dort würde es ja nicht heißen, dürfen wir unter diese Trendlinie gehen. Nein, ganz klar, im Trend sind die vorherigen Tiefs oder die höheren Tiefs die Bezugspunkte und nicht die Trendlinie. Das heißt, eine Trendlinie siehst du wahrscheinlich häufig in unterschiedlichen Analysen, weil es da aber ganz klar, hab das ganz klar im Hinterkopf, das sind Bezugspunkte und keine Regeln. Trends sind Regeln, jeweils eben auf den individuellen Zeitebenen zu sehen. Bei Trendlinien ist das nicht der Fall und dementsprechend finde da für dich einfach ja, eine eigene Vorgehensweise. Manchmal zeichne ich mir sie auch gar nicht ein. Der Trend ist tatsächlich führend und Trendlinien sind so ein bisschen nachgelagert, einfach nur zur optischen Visualisierung dessen. Zusammenfassend können wir also jetzt ganz klar sagen, je höher der Zeitrahmen ist, je höher der Timeframe ist, desto höher ist auch die Aussagekraft. Was steckt da so ein bisschen hinter? Es geht darum, dass größere Investoren ja durchaus langfristig denken und viel Geld bewegen. Und wenn mehrere Marktteilnehmer zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass es eben in die jeweilige Richtung geht. Das ist wichtig zu verstehen und das sagt auch, wenn beispielsweise ein Daytrader im 5-Minuten-Chart handelt und nur dort einen Trend sieht, dann ist es eine ganz kleine Gruppe von Tradern, die das gerade macht. Wenn dieser Punkt im größeren Zeitrahmen, vielleicht im 30-Minuten-Zeitrahmen, auch gleichzeitig von Tradern erkannt würde, die im 30-Minuten-Chart handeln, dann sind das schon mal zwei Gruppen, die gleichzeitig handeln. Es wird also wichtiger, es hat eine höhere Aussagekraft. Wenn das zufällig dann ist, wenn auch größere Investoren, die vielleicht nur basierend auf dem Tageschart agieren, auch einsteigen, dann merken wir, warum wir ganz klar sagen können, sie haben eine größere Aussagekraft und es wird wichtiger, weil wir sozusagen viel mehr Leute im Boot haben. Dann können wir sagen, höhere Hochs und höhere Tiefs oder tiefere Tiefs und tiefere Hochs, das bezeichnet dann ganz klar einen Trend und es reicht nicht aus, sozusagen einfach nur ein höheres Hoch zu machen, aber der Schlusskurs ist drunter, die Schlusskurse sind an der Stelle ganz klar entscheidend. Wir haben dann auch nochmal gesehen, dass wir einen Impuls haben. Ja, die Korrektur ist immer sozusagen ja, gegen den Trend erstmal, sie setzt leicht zurück, aber nur durch diese Korrektur können wir auch sagen, ist es erstmal ein Trend. Das hat schon wieder eben auch mentale Implikationen. Wenn der Markt mal zurücksetzt, dann ist es ganz normal. Beurteile einfach nur, haben wir schon unter dem letzten Tief geschlossen?
Wenn nein, dann sind wir immer noch im Trend. Und wir sollten grundsätzlich erwarten, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Trend eher fortsetzt, als dass er umdreht und dass sozusagen die Summe der Aufwärtsphasen im Aufwärtstrend eben größer ist als eben die Rücksetzer. Dementsprechend haben wir eine größere Gewinnwahrscheinlichkeit, mit dem Trend zu handeln, und wir haben eben auch da größeres Gewinnpotenzial. Und die Trendlinien, die sind eher relativ schwammig. Ich habe sie hier mal mit aufgenommen, um dir das grob zu zeigen, dass wir die höheren Tiefs vielleicht miteinander verbinden würden, aber sie haben keine große Aussagekraft, eben ob der Trend schon gebrochen ist oder nicht, ja, weil dann würden wir in die Bredouille kommen und sagen, okay, die Trendlinie ist gebrochen, aber der Trend ist eigentlich noch nicht gebrochen. Das führt also eher zu Fehlern und dementsprechend, ja, nimm das hier so für dich mit. Sollte dir das Video gefallen haben, dann würde ich mich recht herzlich über ein Like freuen und wenn du meinen Kanal abonnierst, und dann empfehle ich dir dieses Video, das dir weiterhin helfen wird, auf deinem Weg das Trading-Wissen zu erlangen.